Nein, das ist keine neue Crosstalk-Ausgabe. Vielmehr habe ich da einiges, was ich gerne loswerden will. Zunächst einmal, Gratulation Chris Rush, erster Undisputed Fightback Wrestling Champion. Du hast es vorausgesagt, in der Crosstalk-Ausgabe Nummer 7. Und solltest am Ende recht behalten. Du hast George Hookers besiegt, hast den Titel in die Höhe gestreckt. Nur leider bleibt dieser fade Beigeschmack. Du hast gefeiert mit Diamonds and Rust. Das Ganze, ja, schmälert diesen Sieg meines Erachtens wieder. Vielmehr noch, ich möchte das Wort Diskreditierung in den Mund nehmen. Bei Diamonds and Rust denke ich auch direkt an jemand anders. Michael Noel. Alter, what the fuck? Was bedeutet für dich eigentlich Suspendierung? Heißt das, ich laufe im Ring? Schnocke Big Voice Dave aus? Gefährde seine Karriere? Vielleicht sogar noch mehr? Was soll der Scheiß? Was sollen diese Angriffe? Gegen Leute, die sich kaum wehren können? Was soll das? Oder machst du das, weil die sich kaum wehren können? Willst du damit irgendwen beeindrucken? Nein, du ziehst nur Hass auf dich. Vielleicht ist es das, was du willst. Vielleicht willst du irgendwen auf dich aufmerksam machen. Ich habe keine Ahnung. Mich haben viele Nachrichten erreicht in der letzten Zeit, seit Crossroad 10. Leute, die mich gefragt haben, ob ich mir wirklich sicher bin, wenn ich diese Herausforderung gegen dich ausspreche. Ich will euch eins sagen. Ja, Frankie und ich, wir haben unsere Kabbeleien. Aber diese Crosstalk-Sache hat uns zusammengeschweißt. Fast so ein bisschen wie Pech und Schwefel. Was dem einen widerfährt, widerfährt dem anderen. Was ich nicht wollte, was Frankie erneut widerfährt, ist ein Krankenhausaufenthalt. Ich möchte nicht erneut Frankie im Krankenhaus besuchen. Deswegen bin ich für ihn in die Bresche gesprungen. Deswegen habe ich die Herausforderung gegen Michael Noel ausgesprochen. Und Noel, du brauchst nicht glauben, dass es eine einfache Sache wird. Nein, du erwartest vielleicht, dass das wieder ein ganz simpler Sieg für dich sein wird. Aber sei dir gewiss, du wirst im Februar auf einen hochmotivierten Mau Fernando treffen. Und dafür brauchst du mir nicht diese Nachrichten schicken über die Social-Media-Kanäle, mir zu drohen, meinem Umfeld zu drohen. Lass die Scheiße. Du kriegst auch so einen harten Kampf. Aber diesmal mit einem Erfolg auf der anderen Seite. Ich strebe meinen ersten großen Sieg an. Auf großer Bühne. Und du wirst derjenige sein, für den ich diesen Sieg einbringe. Verlass dich drauf. Frohes neues Jahr.